Legen Sie die Hand auf die Bibel, schwören Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Oberinspektor Hearn, Scotland Yard. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. In der Mordsache Emily French. Miss Emily French wurde am 14. Oktober dieses Jahres ermordet durch einen Schlag auf den Kopf. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre. Zuerst war ich wie gelähmt, aber dann bin ich runtergegangen ins Wohnzimmer. Und dann lag sie. Ich schwöre. Ja, kleiner Scherz, ja. Ich schwöre. Ich schwöre. Hier handelt es sich um ein Kapitalverbrechen. Und ich möchte daher im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten der Verteidigung jeden Spielraum lassen. Danke, euer Ehren. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Sie kamen 10 Minuten nach 10 nach Hause und Sie ermordeten Miss Emily French. Das stimmt nicht. Sie verdrehen ja die Worte im Mund. Ich habe nichts getan. Ich schwöre, Leonard ging um 7:30 aus. Wussten Sie, wohin er ging? Nein, er sagte es mir nicht. Wann kam er zurück? 10 Minuten nach 10. Das ist nicht wahr. Christine, du weißt, dass das nicht wahr ist. Ich sag ihm, es war 25 Minuten nach 9, als ich nach Hause kam. Christine, bist du verrückt? Du musst verrückt sein. Diese Frau hat sich das alles bloß ausgedacht. Aus Bosheit, aus Eifersucht, aus Habgier. Ich glaube, dass ihre ganze Schilderung eine bösartige Verleumdung ist. Ich glaube, dass sie den Angeklagten aus irgendeinem Grunde hassen. Und Alfons? John! Das ist genau das, was wir brauchten. Mit diesen Briefen schaffe ich sie. Den Jungen kriegen wir frei.